Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr seht, habe ich meine Rentschi zu liegen und möchte daran auch ein wenig mit euch weiter sticken. Ja, so sticken und quatschen gleichzeitig geht nicht, deswegen werde ich mir ein paar Perlen vorsortieren und dann geht es gleich weiter. So, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was sehen. Ja, müsste klappen. Ein paar Perlen habe ich mir jetzt vorsortiert. Ich hatte die Reihe ja schon angefangen. Ja, wie ihr in meinem Thumbnail gelesen habt, habe ich ja heute meinen zweiten Geburtstag, sage ich jetzt mal. Es ist ja heute auf den Tag genau ein Jahr her, dass ich ins Krankenhaus gekommen bin und einen Stent bekommen hatte wegen meinem Herzinfarkt. Und oh, ich kann das gar nicht glauben, dass das schon ein Jahr her ist. Also es kommt mir vor wie, ja, wie gestern eigentlich. Diejenigen, die meinen Kanal ja schon länger verfolgen, die haben das ja alles mitgekriegt damals. Aber es sind ja seitdem viele, 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 viele neue Abonnenten dazugekommen. Und die werden sich mit Sicherheit nicht rückwirkend alle meine Videos angeschaut haben. Deswegen werde ich da noch mal ein bisschen von erzählen. Also wie gesagt, letztes Jahr um diese Zeit, beziehungsweise 3 Tage vorher, bin ich morgens aufgewacht, bin wie gewohnt in die Küche gegangen, habe mir meinen Kaffee gemacht, mir meine Zigarette angemacht, mich hingesetzt, ein bisschen mit meinem Mann und meinem Sohn gequatscht und dann ist mein Mann aufgestanden, ist ins Büro gegangen. Ich weiß gar nicht, mein Sohn ist, glaube ich, zur Arbeit gewesen oder was, dass der auch schon los war. Jedenfalls bin ich aufgestanden und dann wurde mir auf einmal komplett schwindelig. Also richtig, also nicht schwarz vor Augen, aber wirklich arg schwindelig. Und dann bin ich rückwärts dann wieder auf meinen Stuhl geplumpst, sage ich jetzt mal so, und habe dann nur gedacht, Gott, was ist das denn jetzt? Und ja, jedenfalls ja, habe ich mich dann so ein bisschen ja gefestigt, sage ich jetzt mal so, und dann bin ich zur Toilette, habe mir so ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht gekippt und merkte aber die ganze Zeit, dass mir irgendwie komisch war. Also ja, also mir ging es irgendwie überhaupt nicht gut und zu der Zeit hatte ich ja den Urlaub und dann habe ich nur gedacht, oh, jetzt 3 Tage bevor mein Urlaub zu Ende ist, wirst du noch krank. So, das waren jetzt so meine Gedanken, weil ich habe gedacht, ich habe mir irgendwie was eingefangen, weil mir war speiübel. Ich habe die ganze Zeit immer das Gefühl gehabt, ich muss spucken. Ja, und dann jedenfalls bin ich dann an der Küche vorbei. Mein Mann saß da, ich sage, oh, mir geht's nicht gut. Ich sage, ich lege mich wieder hin. Und ja, dann kam er mir dann hinterher und fragte, was hast du denn? Ich sage, oh, mir ist kotzübel. Ja, und da ist er dann los, hat mir so ein feuchtes Handtuch und eine Schüssel gebracht, für den Fall, dass ich mich übergeben muss. Und ja, und jedenfalls habe ich mich dann hingelegt. Oh, und sobald ich mich hingelegt hatte, wurde mir schwindelig. Habe ich mich aufgesetzt, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss brechen. Und das also so wirklich im fliegenden Wechsel. Ja, irgendwann bin ich dann wieder eingeschlafen, bin dann mittags aufgewacht. Und da ging es mir gut eigentlich. Also ich hatte noch so ein bisschen flaues Gefühl im Bauch. Aber so ging es mir dann eigentlich gut. Und dann
habe ich ein bisschen sauber gemacht, habe, ich glaube, mein Bett habe ich auch noch neu bezogen gehabt, weil ich so irgendwie geschwitzt habe. Und ja, bin dann raus in den Garten, habe mich da dann ein bisschen hingesetzt. Und jetzt weiß ich gar nicht, war das an demselben Tag oder einen Tag später? Kann auch sein, dass das einen Tag später war. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls wollte meine Tochter mit mir Tablet spielen. Dann hat sie sich da so ein Puzzlespiel rausgesucht. Und draußen war mir das dann zu warm. Da habe ich gesagt, komm, wir setzen uns bei Oma an den Schreibtisch. Da haben wir zwei Stühle und da können wir spielen. Ja, und dann haben wir so ein bisschen gespielt und dann kriegte ich so Nackenschmerzen. Aber so ganz komischen Nackenschmerzen. Also ja, eigentlich Nackenschmerzen, die ich noch nie gehabt hatte. Und dann sage ich zu ihr, ich sage, Mensch, ich sage, Bibi, wir müssen aufhören. Ich sage, Oma, tut der Nacken weh. Ja, und dann habe ich dann zu ihr gesagt, ich sage, ich lege mich hin. Und dann kriegte ich so Kopfschmerzen, so ganz komische. Also Nackenschmerzen waren dann weg, aber dann kriegte ich so ganz, ganz komische Kopfschmerzen. Also sehr, sehr merkwürdig. So, kleinen Moment. So, weiter geht's. Ja, auf jeden Fall kriegte ich dann Kopfschmerzen, hatte mich auch, wie gesagt, dann nochmal hingelegt. Oh, und dann konnte ich konnte nicht schlafen. Ich war, ach, weiß ich nicht. Also mir ging es einfach nicht gut. Also dann habe ich mich aufs Sofa gesetzt und vom Sofa bin ich dann wieder ins Bett und vom Bett dann wieder aufs Sofa. Dann habe ich mir einen Film angemacht und konnte nicht mehr sitzen. Und also mir ging es wirklich richtig, richtig, richtig schlecht. So, und dann bin ich Samstagmorgen aufgestanden, habe mir ja, mein Kaffee gemacht, der hat mir überhaupt nicht geschmeckt gehabt. Und dann war mein Mann ja zu Hause und dann haben wir zusammen ein bisschen sauber gemacht und dann sagte er, fährt jetzt einkaufen und fragte, ob er mir irgendwas mitbringen soll. Irgendwie eine Hühnersuppe oder irgendwie sowas. Und da habe ich gesagt, nee, ich sag, ich gehe jetzt nach draußen, lege mich ein bisschen auf Liege. Hatte mir dann noch einen Tee gemacht und habe gesagt, ich sage, ich möchte am liebsten ins Krankenhaus fahren. Und da sagte er zu mir, ach, sagt er, warte mal noch ab. Er sagt, da wirst du bestimmt irgendwie was, so ein, ja, so ein Magen-Darm-Infekt eingefangen haben. Und da sage ich noch zu ihm, ich sage, das ist nicht wie ein Magen-Darm-Infekt. Ich sage, ich merke doch das selber, dass irgendwas nicht stimmt. Also, ich kann euch das gar nicht erklären, wie es mir ging. Also, mir ging es wirklich, ja, ich weiß nicht, richtig, richtig nicht gut. Und dann bin ich dann raus im Garten und habe mir dann die Liege so ein bisschen in Schatten gestellt, habe mich dann da hingesetzt. Aber es war also wirklich konstant, dass mir irgendwie übel war und. Ja, eben immer so ein Anfall von Schwindel und sowas. Und dann ist dann mein Mann nach Hause gekommen und dann sagte er zu mir, er fährt mich ins Krankenhaus. Und da habe ich gesagt, nee. Ich sag, wenn du mich jetzt ins Krankenhaus fährst, ich sag, dann muss ich das stundenlang in der Notaufnahme warten. Ich sagte, das schaffe ich nicht, weil mir ging es so furchtbar, dass ich auch das Gefühl habe, ich kann mich überhaupt nicht auf den Beinen halten und ja, ganz schlimm eigentlich. Und dann sage ich zu ihm, ich sage, ruf mir mal einen Krankenwagen. Und dann guckt er mich nur an, der sagt, er möchte gesagt, ich kann dir auch keinen Krankenwagen rufen, sagt er, die zeigen uns einen Vogel. Und da sage ich zu ihm, ich sage, Sascha, mir geht's wirklich nicht gut. Ich sage, ich schaffe das nicht. Ja, und dann hat er den Krankenwagen angerufen. Ich bin dann in der Zeit in die Küche, habe mich an den Küchentisch gesetzt und so meinen Kopf so auf den Tisch gelegt. Ja, und dann kamen die dann natürlich schon an mit Tatütata.
Da habe ich nur gedacht, oh Gott, jetzt kommt die hier noch tatütata. Und vor allem, ich wohne ja direkt an der B3, also direkt auf der Kreuzung. Und das Samstagmittag im größten Einkaufsverkehr. Oh, da habe ich nur gedacht, ach du Scheiße, jetzt stehen die hier mitten bei uns vor der Tür mit dem Rettungswagen. Ja, und dann kamen die dann rein. Zu zweit waren die. Ein so ein jüngerer, ein so ein bisschen älterer. Und der fragte mich dann, und dann sage ich, mir geht's nicht gut. Ich sage, ich weiß nicht, irgendwie geht es mir nicht gut. Ja, und dann sagte er, ja, machen wir mal gleich ein EKG. Ja, und dann machte er das EKG. Und ich hing ja da immer noch so wie Schluckwasser in der Kurve. Und der Rettungssanitäter, der kniete ja so mehr, so weniger vor mir. Und dann guckt er mich an und dann sagt er, Frau Borik, sagt er, Sie haben einen Herzinfarkt. Und ich gucke den an. Ich sage, wollen Sie mich veräppeln? Ich sage, ich habe doch keinen Herzinfarkt. Und dann drehe ich mich nur um und so mein Mann, der stand so schräg hinter mir. Und der guckte mich auch nur an mit großen Augen. Und da sagte er doch, sagt er, Sie müssen jetzt ins Krankenhaus. Und ich konnte das überhaupt nicht realisieren. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, was erzählt der mir denn da? Ich sage, ich habe doch keinen Herzinfarkt. Ich sage, das hätte ich doch irgendwo gemerkt oder so. Ich habe ja auch keine Schmerzen gehabt, irgendwie in der Brust oder am Arm oder irgendwie sowas. Und dann habe ich nur gedacht, ich sage, ja, lass mal erzählen. Und dann war ich aber froh, dass er gesagt hat, er fährt mir nicht ins Krankenhaus, weil ich dann gesagt habe, gut, du brauchst dich dann um nichts mehr kümmern. So, und dann sagte der Jüngere, mein Mann möchte mir bitte ein paar Sachen zusammenpacken. Also das Nötigste eben so mit Krankenkarte und diesem ganzen Quatsch. Und der Ältere ist dann rausgegangen. So, und dann sagte der Jüngere, er holt jetzt die Trage. Und ich hatte erst gedacht, der Ältere geht raus und holt jetzt die Trage. So, und dann sind die dann beide wieder reingekommen. Und da sagte der Ältere dann zu mir, er hat im Krankenhaus angerufen und die warten auf uns. Da habe ich nur gedacht, wie die warten auf uns. Also ich habe das in dem Moment überhaupt nicht realisiert. Ich habe nur gedacht die ganze Zeit, irgendwie, du bist hier doch komplett im falschen Film. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, und dann bin ich dann, weil die sind hinten durchgekommen, quasi durch unser Gartentor. Und da kriegten sie die Bahre oder die Trage da nicht durch die Tür. Und dann sagte er zu mir, können Sie laufen? Ich sage, ja, natürlich kann ich laufen. Und dann hackten die mich denn da unter. Und dann wurde mir auf einmal so kalt. Und dann kriegte ich so richtig Schüttelfrost. Und dann sage ich, ich möchte meine Strickjacke mitnehmen. Meine Kuschelstrickjacke. Ja, und dann hatte er mir die gebracht. Ja, und dann bin ich dann in den Krankenwagen gekommen. Dann haben sie mich da irgendwie, ja, irgendwo da angeschlossen. Ich denke mal an so ein mobiles EKG war das wahrscheinlich. Und ja, haben mir eine Kanüle dann gelegt. Und ja, jedenfalls standen wir also bestimmt noch, ja, ich denke mal so 10 Minuten standen wir da bestimmt noch bei uns vor der Tür. Ja. Irgendwie kam ich da, haben sie mich da komplett verkabelt. So, auf alle Fälle sind wir dann losgefahren. Und der stand ja, wie gesagt, hinten bei uns, vor der, ja, vor unserer Terrassentür quasi. Also wir haben ja quasi so zwei Haustüren, eine hinten, eine vorne. Und da mussten wir so ein bisschen so um die Ecke fahren. Und das Erste, was ich dann so gedacht habe, auch die machen gar kein Tatütata an, kann ja nicht so schlimm sein. Ja, und dann sind wir dann da um die Ecke, dann eben auf die B3 Richtung Celle. Ja, und dann ging dann Tatütata an. Und da kriegte ich dann, ja, da kriegte ich dann so ein bisschen Panik. Da habe ich dann gedacht, was ist los mit dir? Und was habe ich denn da für ein Genummel? Wie ist der Faden hier so dick?
Oh, das nervt mich jetzt hier. Ist irgendwie so knubbelig hier. Nee, das nervt mich. Kleinen Moment. So, ich hoffe, das ist. Da war irgendwie so ein. Hat sich so Faden aufgestaut. Irgendwas war da so knubbelig. Ja, auf jeden Fall sind wir dann, ja, wie gesagt, Richtung Celle gefahren. Und Celle ist so, ja, so ungefähr. Ja, so 22 Kilometer ungefähr von uns entfernt. Und dann waren wir so auf halber Strecke und da hörte ich noch ein zweites Tatütata. Ja, und dann hielten wir an und dann stieg ein Notarzt ein. Und da habe ich, also in dieser Situation, also ich war komplett, ja, da war ich komplett durch. Also da liefen mir dann auch die Tränen. Weil ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, was mit mir los war. Weil ich konnte mit dieser Information, ich hatte einen Herzinfarkt, überhaupt nichts anfangen. Weil mir ging es zwar nicht gut, aber ich habe immer gedacht, Mensch, so Herzinfarkt, dann muss doch irgendwie alles anders sein oder so. Ja, und jedenfalls stellte sich der Notarzt denn davor. Der hat mir auch irgendwas erzählt, aber fragt mich nicht mehr was. Also ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern, was der mir erzählt hat. Ja, und da sind wir dann angekommen im Krankenhaus. Dann haben die uns da so rückwärts eingeparkt, dass wir, also man sieht das hier immer noch, dass wir so rückwärts quasi da so rangeparkt, dass die mich da gleich rausschieben konnten. Ja, und dann sagte der Krankenwagenfahrer, dass ich jetzt in OP geschoben werde. Und da, ich habe gedacht, da steht mir so eine große Herz-OP vor oder sowas. Das ging mir so durch den Kopf. Und dann schoben die mich da rein. Und dann dachte ich nur, das ist doch kein OP. Und dann, ja, haben sie mich da rübergewuppt, da auf so ein komisches Trageding da. Ja, und dann waren da zig Ärzte und Schwestern und dann habe ich so eine Kanüle in den Arm bekommen. Also man sieht die Narbe immer noch. Ich muss mal gerade gucken, wo sie war. Ich glaube, da war das. Also ich glaube, da war das, wo sie mir diese Kanüle hier. Jedenfalls kriegte ich hier so ein Metall Kanüle rein. Und dann kam dann der Chefarzt und hatte sich dann bei mir vorgestellt und hat gesagt, er wird dann mir jetzt einen Stent setzen. Und ja, und dann musste ich so dringend auf Toilette. Dann haben sie mir doch einen Schieber gebracht, weil ich gesagt habe, ich mache keine Hose. Ja, ich musste so dringend auf Toilette. Ja, und dann war das eigentlich total witzig, weil neben mir, also rechts war der Arzt und links waren alles voller Monitore, also bestimmt ja so 7 oder 8, wenn nicht sogar noch mehr, so Monitore. Und der Arzt hat mir also ganz genau erzählt, was er denn macht. Also er sagte denn, da und da schiebt er das denn durch und das und das. Und das ging komischerweise eigentlich alles relativ flott. Jedenfalls so im Nachhinein glaube ich, dass das eigentlich alles relativ flott ging. Und dann kam die Schwester, nahm dann meine Hand und sagte dann zu mir, Frau Borik, sagt, es kann sein, dass Ihnen gleich ein bisschen schwindelig wird. Wenn der, ich glaube Professor war das sogar, wenn der Professor das Gefäß öffnet. Und dann hat er das Gefäß dann geöffnet und
Mir wurde gar nicht schwindelig. Also mir ging es komplett gleich wieder gut. Also als wenn einer irgendwie so einen Lichtschalter umgestellt hat. Also der Schwindel war weg, die Übelkeit war weg, die Kopfschmerzen war weg. Also ja, ich hätte aufstehen können und nach Hause marschieren können. Also da war wirklich alles komplett in Ordnung, sage ich jetzt mal so. Also nichts mehr. Ja, und dann bin ich dann auf so eine Art, also es war keine Intensivstation, es war so eine keine Ahnung, ja, quasi wie eine Intensivstation, aber nicht so streng, so Überwachungsstation war das. Ja, und dann musste ich da 24 Stunden liegen. Und das Schlimme da war, dass ich hier dieses so ein. Für meinen Blutdruck messen, kriegte ich da so eine Manschette und die hat sich jede Viertelstunde aufgepustet. Oh, das tat so weh. Immer wenn das so stramm war, oh, dann konnte ich auch überhaupt nicht schlafen. Also ich habe die ganze Nacht da überhaupt nicht geschlafen gehabt. Und dann irgendwann, so nach der OP, kam dann mein Mann und der war aber dann nur kurz da, weil ich irgendwie, ich war so müde und kaputt und ja, und dann am nächsten Morgen kam dann so ein junger Sputnik da an, der hat mich dann gewaschen und sowas und sagte, was ich denn frühstücken möchte, ob ich Kaffee haben möchte. Und da habe ich nur gedacht, wie, ich kriege Kaffee? Und er sagt, natürlich kriegen Sie Kaffee, warum nicht? Und dann sagt er noch, aber eine Zigarette gibt es nicht, sagt er dann zu mir, ne? Oh, total, also der war richtig gut drauf. Ja, und dann habe ich dann Frühstück bekommen und dann kam eine Ärztin und hatte mich dann nochmal abgehört und alles und sagte, soweit sieht alles gut aus, ich komme dann auf eine normale Station. Ja, und dann musste ich dann noch 5 Tage, glaube ich, am 31. bin ich rausgekommen. Und ja, musste dann eben noch 6 Wochen auf meine Reha warten. Und ja, was hat sich seitdem verändert bei mir im Leben? Also mein Leben hat sich irgendwie komplett geändert. Ja, so das mit der Raucherei habe ich an Nagel gehangen, aber also es fällt mir tatsächlich nach einem Jahr immer noch schwer. Also ich könnte jederzeit mir wieder eine Zigarette anmachen. Also ich glaube, das Gefühl, das geht auch nicht weg. Weil so gerade so morgens so beim Frühstück und so, das fehlt mir dann. Also ja, dann meine Ausdauer. Also ich habe ja im Restaurant gearbeitet und vorher auch im Steakhaus, wo jeden Abend wirklich Halligalli war. Also da hatte ich glaube, an meinem stärksten Tag hatte ich da 17.000 Schritte. Also nur während der Arbeitszeit. Und da ist überhaupt nicht mehr dran zu denken. Also wenn ich auch bedenke, dass ich manchmal so 20 Kilometer mit meinen Hunden gelaufen bin. Also das ist. Nee, da komme ich nie wieder ran. Also wenn ich so 2, 3 Kilometer am Stück marschiert bin, also dann muss ich mich da zwischendurch doch dann schon mal hinsetzen. Und ja, ich bin ängstlich nach wie vor. Ich mag keine weiten Strecken mehr mit dem Auto fahren. Ja, so Gartenarbeit. Wenn ich bedenke, ich habe vorher so den ganzen Tag im Garten rumgekrepelt. Also, das schaffe ich jetzt auch nicht mehr. Also, ich muss zwischendurch mich immer hinsetzen, muss Pause machen. Bin schnell müde, tatsächlich. Langes Stehen fällt mir sehr, sehr schwer, dass mir abends dann die Beine wehtun. Und ja, so viele Sachen haben sich verändert, an die ich mich gewöhnen muss, wahrscheinlich mehr oder weniger. Ja, jetzt muss ich die Tage zum Arzt, weil ein Medikament wird ja jetzt abgesetzt. Also ich werde zwar nach wie vor viele Medikamente jeden Morgen nehmen müssen, aber ein Blutverdünner wird abgesetzt. Also ich habe ja aktuell 2 Blutverdünner und einer davon wird abgesetzt. Und dann hoffe ich,
dass ich dann auch ein bisschen fitter werde, nicht so schnell müde. Und ja, war nicht so schön, sage ich jetzt mal. Einer der schwärzesten Tage meines Lebens. Ja, ihr Lieben, mein Zehner Spaltchen ist fertig. Ich müsste jetzt eine neue Seite anfangen, aber da ich jetzt auch bald arbeiten muss, lohnt sich das nicht mehr. Ja, so drei Reihen haben wir zusammen gemacht. Bisschen was von dem Fenster kann man schon sehen. Hier kommt ja jetzt das Haus. Und naja, ja, ihr Lieben, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch und mir einen fantastischen Tag. Lasst euch nicht ärgern, genießt die letzten Sonnenstrahlen, bevor der Herbst kommt. Und bis ganz bald. Tschüss.